und herzlich willkommen zu Part 17 von Let's Play The Sims 4 Tiana Legacy. Wir sind hier wieder zurück bei unserer lieben Familie Miles mit Tiana, mit Kimora und unserer kleinen Dawn Rose. Und im letzten Part hatte die kleine Dawn Rose Geburtstag. Sie ist zum Kleinkind geworden und wir haben sie dann daraufhin auch umgestylt. Und sie ist einfach der süßeste kleine Knödel auf der ganzen Welt. Also sie sieht so niedlich aus. Und zum Ende des Parts hin habe ich die Idee aufgebracht, ob sie eventuell doch nicht unsere Dawn Röschen wird, beziehungsweise unsere Oro. Was sie eigentlich werden sollte. Und habt es einfach mal so in den Raum geschmissen und mal auf euer Feedback gewartet. Und ich fand es super, super cool, wie viele sich da an der Diskussion beteiligt haben und Argumente reingebracht haben und einfach sich Geschichten überlegt haben, wie wir diese ganze Sache lösen können. Und ich bin jetzt persönlich zu dem Entschluss gekommen und ich hoffe, das ist auch in Ordnung für euch, dass wir Dawn Röschen quasi zu einem späteren Zeitpunkt kreieren. Also, dass Dawn nicht unsere nächste Disney-Prinzessin wird. Also wir werden nicht mit Dawn weiterspielen, aber wir werden ja jetzt durch dieses Let's Play super, super viel Zeit mit ihr verbringen, weil sie eben unser erstes Kind ist. Ich habe mich dazu entschieden, dass ein späteres Kind Aurora wird, weil ich den Kommentar von Nele super, super toll fand. Ich lese ihn euch jetzt einfach mal vor. Die Anna blendet euch den bestimmt auch super toll hier ein. Und zwar hat Nele geschrieben: Ich bin dafür, dass Aurora ein späteres Kind wird. Am liebsten das Jüngste, weil Klischee, jüngstes Kind wird von Eltern overprotected. Dawn gibt mir eher die Vibes, dass sie das typische Bauernhofkind ist, fleißig, immer am Helfen, relativ unabhängig. Bei Aurora könnte ich mir eher vorstellen, dass sie anhänglich ist als Kleinkind, später, wenn sie dann ein Kind wird. Ein typisches Mädchen, trägt oft Kleider, liebt Rosa. Sie könnte im Cottagecore-Style rumlaufen, finde ich mega cool. Vielleicht könnte sie auch adoptiert sein. Auroras Charakter könnte recht naiv und verträumt sein, angelehnt an den Film. Sie verliebt sich auf den ersten Blick in den Prinzen im Wald. Ihre Liebe könnte sie auch im Wald kennenlernen und es könnte ein Magier sein. Stand unter einem anderen Video schon als Vorschlag. Dawn gibt mir einfach nicht dieses Sleeping Beauty Gefühl, deswegen bin ich dafür. Also ich fand, dieser Kommentar hat es richtig gut zusammengefasst. Alles, was ich genauso sehe, was ich mir für meine Aurora vorstelle. Also ich fand es halt einfach total schlüssig, dass Dawn jetzt eben das Vorzeigekind wird quasi, dass sie für dieses Bauernhofleben lebt, dass sie hier immer tatkräftig mithilft und einfach das richtig toll findet, hier zu leben. Und Aurora wird eben so ein bisschen dieses Kind, was so in einer anderen Welt lebt und sich so ein bisschen verliert auch in ihren Tagträumen. Vielleicht auch wie Tiana viel Tagebuch schreibt und so weiter und so fort. Und ich fand die Idee einfach so toll, dass ich mich jetzt letztendlich dazu entschieden habe, dass wir das eben so machen. Ich freue mich auch unglaublich auf Dawn als Charakter. Ich freue mich sehr, diese große Schwester zu kreieren, dass die eben so sehr verantwortungsbewusst immer wird. Sie wird gute Noten in der Schule haben. Sie wird sich super um die Tiere kümmern. Sie wird eben das auch alles perfektionieren wollen, was ihre Moms können. Also, dass sie eben super gärtnern kann, dass sie zum Markt geht und die Sachen verkauft, dass sie sich dann mit den Produkten an die Stände stellt und da an den Wettbewerben teilnimmt mit den Kühen und so weiter und so fort. Finde ich einfach richtig, richtig cool. Und da sehe ich unsere Aurora eigentlich eher weniger. Deswegen, ja, freue ich mich auf all das, was kommt. Und ich habe jetzt mega viel wieder geredet. Deswegen würde ich sagen, wir starten in diesen Part rein. Ich hoffe, dass all das Gesagte okay für euch ist und dass ihr euch genauso freut wie ich. Ich glaube, dieses Let's Play wird einfach immer nur noch schöner, als es jetzt sowieso schon ist. Deswegen lasst uns losstarten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Part und let's go. Also, wir sehen hier schon unsere süße kleine Dawny, die kleine Maus, und Tiana, die sind gerade dabei, ein bisschen sprechen zu lernen. Also Tiana bringt ihr gerade ein bisschen das Sprechen bei. Tiana ist ein bisschen beschämt, weil sie hat ja im letzten Part verhandeln wollen mit der mit dem Marktstand. War nicht so erfolgreich, aber wir haben trotzdem sehr, 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 sehr viel Geld bekommen. Ihr seht, wir haben 11.000 Simoleons und ich habe ja im letzten Part schon gesagt, ich drücke mal auf Play, ich habe ja im letzten Part schon gesagt, dass ich ganz gerne in diesem Part, beziehungsweise ich wollte schon im letzten Part machen, dann das Haus ein bisschen umstylen möchte, beziehungsweise wir müssen ja jetzt auch ein bisschen anbauen, da unsere kleine Dawny ja jetzt auch so ein bisschen Platz für sich braucht. Und genau das werden wir dann eben heute auch machen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich wahrscheinlich hier vorne ein bisschen anbauen werde oder so. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Oder ich baue das Grundstück noch ein bisschen, ach, das Grundstück, das Haus noch ein bisschen weiter aus. Und ansonsten steht der ganz normale Wahnsinn an. Oh, die Küken haben Hunger. Gib ihnen ganz schnell was zu essen. Die sind wahrscheinlich schon ausgehungert, oder? Oh, ich habe noch Headline-Effects an. Also, dass sie aus sind. Oh ja, die hatten alle mega dolle Hunger. Oh, I'm so sorry. Und ihr habt mir auch geschrieben, dass die Hühner nicht, ach, die Hähne nicht miteinander kämpfen, wenn sie groß sind. Das beruhigt mich ein wenig. Ich hatte echt Angst, dass wir jetzt hier regelmäßig dann so Hahnenkämpfe haben und dass ich dann die Hähne immer verkaufen muss. Okay, aber sonst ist alles gut. Der Stall ist sauber, die Eier sind eingesammelt. Wie geht's in unserer Joanne? Ja, eigentlich auch
auch ganz gut, oder? Ja. Braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann gehen wir mal zu Joanne und füttern sie mal und melken sie mal. Und dann sind wir noch mal ein bisschen süß zu ihr, streicheln sie ein bisschen und umarmen sie ein bisschen, damit sie sich geliebt fühlt. Und dann geht es gleich an die Renovierungsarbeiten. Ich freue mich schon riesig. Ich bin sehr gespannt. Mit 11.000 Simoleons können wir auf jeden Fall einiges machen. Oh mein Gott, warum ist dieser Fuchs jetzt einfach schon wieder hier drin? Who gave you the permission to go inside our house, please? Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob wir diesen großen Teich beibehalten können. Ich liebe es. Ich finde ihn richtig, richtig toll von der Optik her. Aber es nimmt natürlich enorm viel Platz weg hier auf diesem Grundstück. Fuchs, könntest du bitte mein Grundstück verlassen? Was ist denn mit ihm? Kaylee, Heidewitzka. Okay, wir haben 6 Flaschen Milch von Joanne bekommen. Hast du sie jetzt auch schon geputzt? Sie ist dreckig. Oh, wait. Man kann ihr Kleidung geben? Wie geil ist das denn? Okay, sie ist unglücklich, weil sie jetzt schmutzig ist. Das werden wir natürlich direkt mal ändern. Oder kann sie das jetzt wieder nicht? Dawn hat schon Level 2 der Kommunikationsfähigkeit erreicht. Ja, das wäre halt mega cool, wenn wir auch mit ihr die ganzen Fähigkeiten perfektionieren würden. Dass sie halt einfach wirklich so dieses Vorzeigegeschwisterkind ist. Dass sie halt so das Traumkind ist. Weil genau so würde ich das nämlich bei Tiana und Kimora auch einschätzen. Dass sie das halt einfach total schätzen, dass sie dieses Kind haben. Weil es ja auch eben durch die künstliche Befruchtung entstanden ist. Und dass sie deswegen halt auch alles daran setzen, dass dieses Kind das beste Leben, was nur möglich ist, hat quasi. Und dass sie eben dadurch auch die beste Bildung bekommt. Da freue ich mich einfach jetzt drauf, dieses Spiel dann quasi mit ihr zu spielen. Was macht sie immer hier unten? Ich habe immer das Gefühl, dieser Rückzugsort hier unten ist mehr für Tiana als für Kimora. Also Kimora war hier noch nicht so oft unten und Tiana düst immer hier runter und holt sich etwas hier aus diesem Wagen raus. Aber das ist ja auch völlig okay. Der Keller ist ja auch für alle da. Das ist ja nicht so schlimm. Sie wünscht sich, Kimora zu küssen und mit Kimora zu flirten. Die zwei sind einfach über beide Ohren verliebt. Das ist so süß. Okay, jetzt ist Joanne zufrieden. Das ist gut. So, Dilly, wie geht's der kleinen Mausi? Sie ist glücklich. Völlig selbstständig. Ich kann alles selbst und ganz ohne Hilfe. Cutie! Okay, aber sonst, ihre Bedürfnisse sehen auch sehr gut aus. Sie möchte gerne mit Tiana brabbeln. Sie möchte aufs Töpfchen gehen und Musik hören. Okay, ich würde sagen, dass wir dann direkt auch die Umbauarbeiten starten, damit wir dann auch diese ganzen Sachen für Tiana eben kaufen können. Ich werde jetzt erstmal alle hier rausgehen lassen, damit ich dann Platz habe zum Umbauen, dass mir niemand im Wege steht. Let's go. Alle raus, alle raus, alle raus. Raus, sagte ich. Raus. Okay. Sehr gut. Dann heißt es jetzt umbauen. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. 11.000 Simoleons. Das ist einfach so, 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 so krass. Jemand hat auch in die Kommentare geschrieben, dass es bei dieser Challenge, also bei der Tiana Legacy, auch so ein bisschen darum geht, dass die ehrgeizige Tiana, die in Armut aufgewachsen ist, sich selbst alles aufbaut und dadurch auch in gewisser Weise sich Wohlstand erarbeitet. Und ich finde voll, dass wir dieses Spiel auch schon spielen, weil ich meine, 11.000 Simoleons, wann hatten wir mit Ella jemals so viel Geld? Also ich finde, die zwei machen das schon richtig, richtig super. Also wir gehen hier schon in die richtige Richtung und wenn Tiana weiter fleißig auch ihre Bücher veröffentlicht und so weiter und so fort, dann wird sie sich früher oder später auf jeden Fall dann auch eben ein eigenes Lokal leisten können. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, über welche Schiene wir da gehen werden, aber das wird auf jeden Fall passieren können. So, Nina, jetzt hör auf zu labern. Ich laber in diesem Part einfach nur, ne? Ich werde jetzt umgestalten. Anna, mach dich Timelapse an. Los!
darkest roads and up in the clouds. But I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. It made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. Cause I know, and you know what we could be. Like a song. Okay, ich muss aufhören, sonst nimmt das kein Ende hier. Es tut mir leid, dass es jetzt so eine extrem lange Timelapse geworden ist. Ich glaube, dass, ja, ich bin sehr gespannt, wie lange es im Endeffekt wird. Ich nehme gerade 1 Stunde und 7 Minuten auf. Hervorragend, Nina. Also, es tut mir sehr leid. Das ist jetzt also das fast fertige Endergebnis. Ich werde den Rest offscreen machen, also nicht dabei aufnehmen, weil sonst sprengt das hier echt den Rahmen. Aber ich bin mit dem Exterior des Hauses echt eigentlich zufrieden. Ich dachte, es wird sehr viel schlimmer. Also, ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Es ist alles recht stimmig. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist diese Kante hier. Aber es ist schon okay. Vielleicht mache ich da einfach noch ein bisschen Busch drüber oder sowas. Aber ansonsten haben wir jetzt eine ganz gute Raumaufteilung. Wir haben jetzt das Haus um einiges erweitern können. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch so Kleinigkeiten und vor allem Deko. Aber in Deko kann ich mich immer sehr, 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 sehr krass verlieren. Deswegen machen wir das jetzt besser nicht hier im Video. Das Haus hat wirklich ein komplettes Revamp bekommen. Also es ist nichts da, wo es vorher war, außer das Schlafzimmer. Mal vielleicht. Aber die Grundstrukturen sind alle auch komplett anders. Also wenn man jetzt reinkommt, ist hier direkt die Küche. Da fehlt mir auch noch so ein bisschen was. Ich glaube, ich mache daraus noch irgendwie so eine Theke oder sowas, dass wir vielleicht eine Theke haben, die dann vielleicht von hier ausgeht oder sowas. Einfach damit der Raum noch ein bisschen mehr gefüllt ist, weil jetzt gerade ist hier in der Mitte halt so das große Nichts. Und dann haben wir hier hinten halt so einen kleinen Essbereich und einen Wohnbereich. Ich habe mich gegen einen Fernseher entschieden, weil ich mir dachte, bei so viel Hofarbeit und so hat man eh keine Zeit, Fernseher zu schauen. Und das ist ja auch alles nur Stromverbrauch. Deswegen haben wir keinen Fernseher. Bei uns wird gelesen. Ich finde das aber auch völlig in Ordnung und sehr passend für diese Familie. Deswegen haben wir hier so ein gemütliches Sofa. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich hier noch mit einem Bücherregal arbeite. Aber das hat dann irgendwie alles nicht so richtig gepasst. Deswegen ist es jetzt so geworden. Und ja, hier im Flur weiß ich auch noch nicht ganz genau, was ich hier hin machen soll. Falls ihr da noch eine coole Idee habt, könnt ihr mir das gerne schreiben, dass das halt alles so ein bisschen gefüllter noch aussieht. Und ansonsten ist das Badezimmer jetzt gerade hier. Okay, ja gut,
das Klo ist noch draußen. Oh nee, ups. Das Klo ist noch draußen, das wollte ich so natürlich nicht. Also das Badezimmer habe ich gar nicht beachtet. Fällt mir gerade auf, jetzt wo ich gerade die ganze Zeit hier mein kleines Umstyling gemacht habe. Deswegen ist hier im Bad alles ein bisschen anders, als es soll. Ich kaufe jetzt hier nochmal diesen super Feigenbaum, weil der ist wirklich sehr schön und ich mag den voll mit dem Korb da unten dran. Deswegen kommt er jetzt einfach nochmal hier unten in die Ecke. Und dann kaufe ich hier auch noch ein bisschen Dekoration für das Badezimmer. Und dann sieht es auch noch ein bisschen schöner aus. Ich glaube, ich mache das alles einen Ticken weiter rüber und dann mache ich die Tür nämlich noch einen Schuss weiter nach da. Ja, gefällt mir besser so. Genau, dann habe ich jetzt hier im Eingangsbereich auf jeden Fall auch noch so eine Kommode hingestellt. Da kommt dann auch noch ein bisschen Kladderadatsch drauf. Dann ist hier hinten halt weiterhin auch das Schlafzimmer. Ich hoffe, das passt, aber es sollte ein halber Kasten sein. Mehr brauchen die ja nicht. Auch das Schlafzimmer muss noch ein bisschen, da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden. Das werde ich hier alles noch ein bisschen umstellen. Und ansonsten habe ich Tiana noch ein kleines Arbeitszimmer gemacht, was ich ganz cool fand, wo sie dann in Ruhe auch immer ihre Bücher schreiben kann, wo sie sich so ein bisschen zurückziehen kann. Mit so einem Bücherregal im Hintergrund, da können wir dann auch endlich mal in ihre Bücher reinziehen. Fand ich irgendwie eine schöne Idee. Ich hoffe, ihr seht es nicht als Raumverschwendung. Können wir ja später auch noch zu einem weiteren Babyzimmer umfunktionieren oder so. Und dann haben wir hier hinten jetzt das Zimmer von der kleinen Dawn. Da war ich mir jetzt extrem unsicher. Ich habe so eine coole Tapete gewählt, die auch Rosen mit drauf hat. Also ich glaube, es sollen Rosen sein. Kann auch sein, dass es Tulpen sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, weil sie heißt ja Dawn Rose. Und ja, fand ich dann irgendwie ganz süß. Aber ich glaube, da werde ich jetzt offscreen auch nochmal ein bisschen was dran machen, weil irgendwie bin ich da auch noch nicht so zufrieden, wie ich sein sollte. Aber sie hat auf jeden Fall schon mal einen Platz zum Schlafen und sie hat ein bisschen Spielzeug und so. Das fand ich ganz schön. Ja, und ansonsten ist es dann auch eigentlich fertig. Also das ist alles, was ich jetzt hier am Umstyling gemacht habe. Oh, der Blumentopf steht noch da mitten im Weg, also die Rose. Das soll so natürlich nicht sein. Ich glaube, ich stelle den einfach hier so vor die Hauswand. Ich glaube, das ist dann so am schönsten. Ich weiß nicht, ob dieser Debug-Busch als im Weg gilt. Also ob die dann da lang können. Ich mache es einfach weg. Ja, was soll der Geiz eigentlich? Ich mache es einfach weg. Vielleicht können wir da hinten in die Ecke noch so einen... Ach, das ist auch aus dem Debug. Okay. Kann ich einfach den nehmen? So einen Busch wollte ich noch dahin machen. Ach, das ist alles zu groß. Naja, dann kriegt Joanne das jetzt wieder. Okay, wait, ist das eine Katze? Ah, oh, nee, ist ein Fuchs. Ich dachte gerade, das wäre eine Katze. Oh mein Gott, ich habe schon die Adoptionspapiere vor mir liegen sehen, Leute. Ich habe schon die Adoptionspapiere gesehen. Ihr wisst ja, dass ich gerne ein Haustier für die Familie adoptieren würde. Und viele haben sich auch gewünscht, dass es mit den Kindern halt aufwächst. Ich glaube, wir machen das dann aber tatsächlich, wenn wir dann unsere Aurora bekommen, dass sie dann sozusagen, also dass wir da dann ein Haustier holen, womit sie dann aufwächst. Dass es dann halt, dass sie immer so verträumt durch den Wald laufen kann, vielleicht beim Spazierengehen mit dem Hund oder weiß ich, vielleicht auch eine Katze, ich weiß es noch nicht ganz genau. Aber ich glaube, das macht dann ein bisschen mehr Sinn. Und ihr habt ja auch geschrieben, also in dem Kommentar von Nele stand ja auch, dass wir die dann vielleicht auch adoptieren können. Das wäre eigentlich auch eine ganz coole Sache, weil wir ja sowieso über Adoption geredet haben. Nur dann fände ich es irgendwie nicht ganz richtig, dass das dann so das vernachlässigte Kind ist, sage ich jetzt mal so. Weil das ist dann irgendwie weird, wenn wir ein Kind adoptieren und dann läuft das nur so nebenher. Das ist irgendwie blöd. Naja, okay, wir starten dann jetzt mal ins Gameplay, damit wir auch noch ein bisschen Gameplay hier im Video haben. Nach dem ganzen Umstyling. Oh mein Gott, die kleinen Cutie Patooties sind hier draußen und spielen miteinander. Tiana, dann geh du doch mal in dein neu gebautes Haus und schau mal, wie dir das Ganze so gefällt und ob das alles deinen Vorstellungen entspricht. Und was denkst du? Sie ist auf jeden Fall wieder völlig kokett unterwegs. Schmeckst du die Liebe? Saubere Luft und ziemlich lecker. Apropos saubere Luft. Ich wollte doch noch die ganzen Stromsachen und so kaufen, dass wir das selber erzeugen können. Ich weiß nur nicht, wo ich das finde. Deswegen drücke ich jetzt mal hier alle Anzeigen. Packs. Nachhaltig leben, bitte. Dann haben wir hier den Tau-Sammler. Hausstromgenerator. Ich glaube, der Tau-Sammler ist das Richtige. Ich stelle den mal hier hinten in die Ecke. Dann können wir nämlich immer so unser eigenes Wasser quasi produzieren. Es gibt noch den atmosphärischen Wassergenerator. Aber der sieht mir irgendwie zu Hightech aus. Also ich finde, das sieht so ein bisschen mehr nach Landleben aus. Wait, was ist das denn? Ach so, da gibt es auch zwei verschiedene. Okay, wir haben die Pro-Variante gekauft, das ist super. Und dann kaufen wir noch die Solaranlage, die wir uns hier oben aufs Dach machen können. Die mache ich dann auf die Rückseite, damit man es dann nicht so arg sieht. Kann ich das in hell machen? Okay. Wait, wie viel produziert das? Fußabdruck drüben 3. Ich weiß nicht, ob eins reicht oder ob wir mehrere brauchen. Ich habe einen Vorhang gefunden.
Kann ich noch verkaufen. Nee. Naja, ich habe jetzt erstmal einen drauf und dann schauen wir mal, wie viel das produziert. Ich habe da, wie gesagt, noch nie mitgespielt. Wait. Leicht schmutzig. Oh no! Okay, Tiana, du hast heute die Ehre, einmal den Viehstall zu säubern. So, was ist jetzt hier? Wasserventile kaputt machen? Verstärkte Behälter, verstärkt mit umweltverträglichen Teilen. Und bei der Solaranlage, können wir da auch irgendwas raus? Nee. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Oh, no! Ups. Hupsi. Ich habe den aus Versehen gerade Geld gecheatet. Mani, wie viel hatten wir denn? 1290? Ich glaube schon. Okay. Hupsi. Das war absolut nicht extra, aber es ist sehr gut zu wissen, dass es geht. Und die beiden sind hier draußen unterwegs. Das ist einfach so, so süß. Was macht sie jetzt? Weglegen. Nee, nee. Das wird nicht aufgeräumt. Das gehört dahin. Geh zur kleinen Maus und bring ihr bei, Bitte und Danke zu sagen. Ich glaube, das wäre den beiden sehr, sehr wichtig. Und Tiana kann sich danach noch ein bisschen hier um die Pflanzis kümmern, weil hier glänzt schon wieder was. Das einmal weiterentwickeln. Können wir das... Oh, gießen müssen wir das. Alles klar. Wir haben wieder einen Mega-Vital-Dünger. Sehr gut. Der ist aber sehr gut für unseren Kürbis. Können wir den gerade wieder düngen? Nee. Und hier hinten können wir noch das jäten. Oh mein Gott, dieser Fuchs. Also ihr habt mir geschrieben, dass es irgendwie so einen Hühneralarm gibt, aber ich finde es einfach nicht... Oh nein! Ist hier zu wenig Platz für die Hühner? No! Hä? Ist doch, die haben doch genug Platz. Ah, wir können den Zaun noch einmal größer machen. Dann haben die noch eine Kachel mehr. Das ist doch schön. Hier, bitteschön. Oh, sie ist jetzt voll wütend. Genug gebalgt. Oh! Ach so, wegen vom Spielen. Aber sie ist super glücklich. Eigentlich, wenn sie nicht gerade... Ich habe ein Töpfchen vergessen, wenn sie nicht gerade genug vom Spielen hat. Also, man kennt es ja, ne? Dass die Kinder sich beschweren, wenn man zu viel mit ihnen spielt. Ich habe vergessen, dass sie noch ein Töpfchen braucht. Upsi. Oh, perfekt. Guck mal, hier in die Ecke können wir perfekt noch ein Töpfchen machen. Einmal bitte Kinder, nur Kleinkinder. Was haben wir denn für kleine Töpfels? Und ein Bücherregal in Dorns Zimmer fände ich eigentlich auch noch ganz schön. Oh, süß. Mal so ein kleines Töpfchen. Ist schon ein bisschen süß, oder? Ein bisschen mickrig aus, aber ich find's niedlich. Okay, so. Dann können wir der kleinen Mausi ja jetzt noch eben beibringen, wie man aufs Töpfchen geht. Oh mein Gott, ihr Vater ruft schon wieder an. Girl, lass uns in Ruhe. Oh, Tiana hat Naturfreak freigeschaltet. Wie cool ist das denn? Das ist nicht Tianas. Oh mein Gott, was kriegt sie davon? Sie ist gesellig und Naturfreak. Oh mein Gott, und Junkfood-Fan im Aufbau. Oh no. Oh shit. Das will ich nicht, dass sie das hat. Oh, das ist, weil sie so viel Kuchen isst, glaube ich. Naturfreaks sind am liebsten draußen an der frischen Luft. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du Aktivitäten eher draußen als drinnen ausführen. Verschiedene Vorteile durch Außenaktivitäten. Hält sich am liebsten draußen auf. Erhöht Arbeitsleistung bei Tätigkeiten unter freiem Himmel. Angespannt, wenn zu viel Zeit drin und nicht draußen verbracht hat. Das finde ich alles sehr passend. Mega cool. So, die hat die Chickens jetzt hier versorgt. Da kannst du doch mal ganz kurz hier mit dem Fred reden, weil sie fühlen sich alle nur okay. Und dann kannst du einmal kurz mit Frieda streicheln. Sie will wahrscheinlich wieder nicht gestreichelt werden. Unsere Chickens hassen uns. Stimmt, ja, wir haben ein neues Törtchen. Dann spielen wir noch ganz kurz mit Törtchen, weil ich ja kleines Chicken. Und bringen dann Dawn bei, aufs Töpfchen zu gehen, wenn sie sich bis dahin nicht eingepieselt hat. Oh no, hat sie sich schon eingepieselt? Nee. Let's go! Ach, das ist Dawn, die so stinkt. Ach, Dawn, sag ich schon. Oh, es fängt ja gut an. Kimora. Kimora stinkt. Los, geh duschen. Oh, Charlie will schon wieder mit Tiana feiern gehen. Und zwar im Winterly Ballroom. Das ist der Ballsaal, wo Ella und Corey ihren Abschlussball hatten. Das kann ich emotional nicht bringen. Das geht nicht. Ich kann nicht. Aber ich nehme es mir ja immer wieder vor, wir müssen ganz dringend mehr Zeit mit Charlie verbringen. Also er möchte ja die ganze Zeit, also er ruft immer wieder an und möchte Zeit mit uns verbringen, aber es ist halt einfach schwierig mit Kind und Hof. Oh Gott, ja, Torte hasst uns auch. Wunderbar, toll. Nee, jetzt hört auf, das fängt ja schon super an. Die wollen die ganze Zeit hier diesen wunderschönen Zug wegräumen. Look at it, er ist so hübsch. Aber er ist halt als Spielzeug klassifiziert, deswegen wollen sie es immer wegräumen. Es ist einfach nur unfair. Okay, Tiana, würdest du etwas zu essen vorbereiten für unsere Family? Irgendwas Leckeres, was vielleicht nicht in die Junkfood-Kategorie fällt? Gemüseteigtaschen. Gemüseteigtaschen bestehen aus Gemüse, würde ich sagen, oder? Aber ich glaube, wir haben noch Gemüseteigtaschen, oder? Oh, ich weiß es nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen drauf achten. Ich möchte nicht, dass sie diesen Lebensstil bekommt. Aber sie kann halt auch so leckere Sachen backen, ne? Das ist so niedlich. Schokoladenmilchbrötchen. I love it. I love it so much. Butterpfannkuchen. Oh, gebackene Schokomousse.
I can't. Okay, wir machen Gemüseteigtaschen für die Family. Erziehungslevel 4. Wow, Kamora, du bist die geborene Mom. Na toll, unser Kind möchte Fernsehen. Es tut mir sehr leid, dir das sagen zu müssen, aber wir haben leider keinen Fernseher. I'm very sorry. Not. Komm, Girl, mach weiter. Hä, warum? Also, sie war einfach nur kurz lost. Warum ist sie jetzt wieder wütend? Ach, weil sie Hunger hat. Ja, perfekt. Super Sache. Das eignet sich sehr gut. Nee. Es wird nicht im Klo gespielt. Es wird nicht im Klo gespielt. Aktuelles Verhalten, Maßregeln. Ruhig. Bitten, nicht in der Toilette zu planschen. Das machen wir hier nicht. Nein. Ja, ich weiß, du hast mich dafür, aber wir spielen nicht mit dem Toilettenwasser. Okay, die Taschen sind fertig. Dann kann Kimora doch erst nicht essen gehen. Wir haben gar keinen... Wir brauchen einen Hochstuhl für unsere kleine Maus. Man möchte meinen, ich hätte das schon 500 Mal gemacht, dass ich hier ein Kind in Sims habe, aber lernen tue ich es irgendwie nie. Och, ist das süß. Da ist ein süßer Hochstuhl, oder? Okay, wait, können wir den an den Tisch stellen? Ja, ne? Ja, super. Okay, den tun wir so lange ins Haushaltsinventar. Wenn sie größer ist, dann können wir den Stuhl wieder hinstellen. Okay, dann kriegt die kleine Mausi jetzt eine Portion davon. Ich habe vergessen, wie das geht. Portion für Dawn Rose nehmen. Aber ist sie die jetzt... Nee, jetzt ist sie auf dem Boden, ne? Kimora, wenn du ihr jetzt Fastfood gibst, ich hau dich. Stopp! So, okay. Und jetzt kriegt sie hier die Portion. Na, ah! Okay. Dawn, du isst das, was ich dir gegeben habe. Hier ist das. So, und ihr beide esst das hier. Ein Gericht nehmen. Let's go. Okay, sehr gut. Bitte setzt euch doch an den Tisch. Seid ein gutes Vorbild für eure Tochter. Bitte, los. Setzt euch bitte an den Tisch und nicht auf die Couch. Let's go, kommt. Girls. Na gut, dann essen wir im Stehen. Auch gut. Warum legen die das denn jetzt immer noch hier ab? Was liegt denn hier? Ist es von dem... Nee, das ist nicht von den Säulen. Hat einer eine Ahnung, wodurch die das hier immer ablegen? Was hier quasi sein könnte, dass sie da immer was hinlegen können? Weil hier steht ja nichts. I don't understand. Naja. Okay, dann setzt euch einfach noch mal ein bisschen gemeinsam hin. Dann könnt ihr vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen hier mit eurer Tochter quasseln und über unseren Tag reden. Die sind halt so eine klassische Familie, dass sie hier dann abends noch so zum Abendessen sitzen und dann hier so ein bisschen Spökes machen. Vielleicht einmal... Ja, sie kann ja einfach zuschauen. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen lustig sein. Einmal eine lustige Geschichte erzählen. Oh, ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich sehr. Ich glaube, wir stehen uns dadurch jetzt näher als je zuvor. Och, ist das süß. Ihr seid so eine süße Familie, wisst ihr das eigentlich? So, so süß. Ich liebe euch so. Oh, jetzt fällt mir auf, was ich auch noch vergessen habe. Ein Waschbecken. Ein Waschbecken wäre in der Küche natürlich nicht schlecht, ne? Ja, aber wie gesagt, ich muss hier eh noch mal ein bisschen dran arbeiten. Ich kann halt jetzt gerade überhaupt nicht einschätzen, wie lang dieser Part hier ist, weil ich nicht weiß, wie lang der Zeitraffer sein wird. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich weiterspielen muss oder nicht, weil ich habe 1,5 Stunden Aufnahmematerial. Spiele ich jetzt noch weiter? Pass auf. Wir bringen die kleine Maus jetzt noch ins Bett, erzählen ihr noch eine gute Nachtgeschichte und dann beenden wir den Part. Guck mal, die haben ja auch alle eine richtig gute Stimmung, weil sie hier den Tag gemeinsam jetzt ausklingen lassen. Es ist natürlich Samstag, deswegen darf die kleine Dawny ein bisschen länger wach bleiben und Tiana wird sie dann jetzt ins Bettchen bringen. Ist sie denn überhaupt müde? Ja, schon. Okay, dann bringen wir die kleine Maus jetzt ins Bett und lesen sie in den Schlaf. Und danach möchte Tiana noch jemanden umarmen. Und Dawny kann ja noch, oh Dawny sage ich schon, Kimora kann ja jetzt hier noch das Geschirr aufräumen. Dann geht sie noch schnell duschen. Oh Gott, es ist so unfassbar süß. Ich liebe es hier zu spielen. Es ist so schön. Ich hatte auch einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, dass es so schön cozy ist. Das finde ich richtig, richtig schön, dass ihr bei diesem Let's Play super gut abschalten könnt. Weil das ist natürlich meine höchste Priorität, dass ihr euch hier gut aufgehoben fühlt. Warum stehst du wieder auf, Girl? Ab ins Bett. Mach Sitz, mach Platz, schlaf. Super. Look at it. This is so cute. Ach Gott, da werden wir uns später dran erinnern, wenn wir dann die Fotos angucken und dann sehen wir einfach hier die kleine Dawny, wie sie eine Geschichte von ihrer Mom vorgelesen bekommt. Es ist so wundervoll, Leute. Oh, und die stinkige Kimora sitzt hier neben und guckt ihren zwei Mädels dabei zu und denkt an ein Techtelmechtel. Toll. Aber Tiana hat jetzt auch Erziehungslevel 3 erreicht und
Dawn hat die Fantasiefähigkeit erworben. Das heißt, alles geht in Richtung, wir kriegen das schlauste Kind der Welt. Es ist einfach absolut großartig. Warst du jetzt? Girl, warum gehst denn du nicht duschen? Kannst du mir das mal sagen? Du stinkst bis zum Himmel. Oh nein! No! Was heißt das? Muss ich den töten? Phoebe, verjagen. Los, Tiana, renn um dein Leben. Nee, nicht anflehen. Nein, nein, nein. Wir werden diesen Fuchs nicht anflehen. Wir werden ihn verjagen. Weg mit dir. Wenn du meine Hühner klaust, dann klaue ich dein Leben. Mach dich vom Acker, Brudi. Okay, er ist wieder weg. Alles klar, Leute. Die kleine Dawny ist eingeschlafen und ich muss den Part jetzt hier beenden. Es tut mir leid, falls er kürzer ist als sonst. Ich habe das Gefühl, er ist sehr lang. Ich weiß nicht, was die Anna hier draus zaubert. Deswegen lasse ich mich einfach überraschen. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, hier heute wieder mit dieser kleinen, süßen Familie zu spielen. Und ich hoffe, dass euch die Umbauarbeiten und so weiter auch gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ich hoffe natürlich auch, dass euch meine Pläne hinsichtlich Aurora gefallen, dass es dann eben doch ein anderer Sim wird und nicht unsere kleine Dawn. Ich glaube, so wird die Geschichte noch viel cooler, als sie ursprünglich geplant war. Und ich finde, das passt auch alles viel besser, weil die zwei sich jetzt eben vollkommen auf ihre kleine Maus konzentrieren und ihr eben das Landleben zeigen und sie dann auch so richtig dafür brennt. Und dann kommt irgendwann die kleine Aurora in ihr Leben und das wird auch absolut großartig. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber ansonsten, wie gesagt, hoffe ich sehr, dass euch dieser Part gefallen hat und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!